Ich bin Philipp, das ist Natastisch und ich darf euch ganz herzlich zur zweiten Folge Hero Discussion begrüßen. Heute geht es um den Seelenstein. Bevor wir beginnen, möchte ich noch anmerken, dass meine Themen Theorien sind. Das heißt, von Marvel wurde offiziell noch nichts bestätigt. Wie ihr wisst, steht bald der Infinity War an, in dem sich die Avengers dem mächtigen Titanen Thanos beweisen müssen. Dieser versucht mit allen Mitteln an die Infinity-Steine ranzukommen. Bis jetzt sind aber nur 4 Steine aufgetaucht. Logischerweise heißt das, dass noch 2 fehlen. Und zwar der Zeitstein und der Seelenstein. Wie ihr in meinem letzten Video erfahren habt, wird in Doctor Strange wahrscheinlich der Zeitstein auftauchen. Doch, wo ist dann der Seelenstein? Hierzu existieren 3 Theorien, wovon ich 2 ausschließe, sie aber dennoch möglich wären. Theorie Nummer 1 besagt, dass der Seelenstein im Black Panther vorkommt, da dieser laut ihm mit seinen verstorbenen Ahnen kommunizieren kann. Das Artefakt, das den Infinity-Stein beinhaltet, könnte der Ring von T'Challa sein, den er von seinem Vater hat und der seit Generationen weitergegeben wird. Theorie Nummer 2 umfasst den Charakter Adam Warlock. Der ist nämlich im Comic auf eine besondere Art und Weise mit dem Seelenstein verbunden und haust sogar sozusagen in ihm. Einer von Adam Warlocks bekanntesten Auftritten ist in der Comicbuchreihe The Infinity Gauntlet. Dort taucht er zuerst verpuppt in einem Concord auf. Ein ähnlicher Concord ist auch in der Halle des Collectors zu sehen. Doch leider verneinte Regisseur James Gunn, dass es sich bei diesem Concord um Warlock handelt. Theorie Nummer 3 dreht sich um den Charakter Heimdall. Heimdall verfügt über die Fähigkeit, alle Seelen im ganzen Universum zu sehen. Das sagt ja eigentlich schon vieles, aber es beweist noch lange nicht, dass Heimdall im Besitz des Seelensteins ist. Im zweiten Thor-Film trägt Heimdall an seiner Rüstung einen kleinen, orangenen Stein. Im Internet kursieren deswegen schon viele, viele Gerüchte darüber, dass es sich bei diesem Stein um einen Infinity-Stein handelt. Doch im ersten Teil hatte Heimdall noch nicht diese Rüstung. Und er verfügte trotzdem über seine Kräfte. Meine persönliche Meinung ist, dass Heimdall der Seelenstein selbst ist. In meiner letzten Hero-Discussion meinte ich, dass das Auge von Agamotto eventuell auch der Seelenstein ist, da man ja sagt, dass das Auge das Tor zur Seele ist. Dies trifft aber deutlich auf Heimdall zu, da seine Augen die gleiche Farbe haben wie der Seelenstein. So, kommen wir nun zum verzwickten Teil. Für dieses Video bin ich nochmal alle Marvel Cinematic Universe Filme durchgegangen und bin schließlich bei Thor The Dark World stehen geblieben. Denn während Jane Foster mit dem Äther in Berührung kommt, versucht Heimdall zeitgleich ihre Seele zu orten. Doch leider scheitert er. Um das Ganze besser erklären zu können, machen wir eine kurze Zeitreise in das Jahr 2010. Genauer gesagt zu Iron Man 2. Dort leidet Tony Stark an seinem Arc Reactor und versucht ein neues Element zu erschaffen. Dank seinem Vater Howard Stark, der zu Zeiten Captain Americas im Zweiten Weltkrieg an dem Tesseract, einem weiteren Infinity-Stein, herum experimentierte, konnte Tony schließlich das neue Element Tesseractium erschaffen. Dieses neue Element verband Tony Stark mit seinem Arc Reactor und er wurde geheilt. 2012 versuchte Loki die Kontrolle über Tony Stark zu gewinnen, doch dies scheiterte, als Loki Starks Arc Reactor mit dem Zepter berührte. Diese Szene soll uns womöglich verraten, dass Infinity-Steine keine Wirkung auf andere Infinity-Steine zeigen. Das würde auch erklären, warum Heimdall Jane nicht sehen konnte, während sie im Besitz des Äthers war. Hero Time! So, das war's mit der heutigen Folge Hero Discussion. Was haltet ihr von meinen Theorien? Sie sind zwar alle möglich, doch welche ist am wahrscheinlichsten? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Die nächsten Tage erscheint noch eine Folge Hero Discussion und sie dreht sich mal wieder um die Infinity-Steine. Und verpasst nicht meine kommende Folge Hero Time, die sich mit dem zweiten Teil von Guardians of the Galaxy auseinandersetzt. Folgt mir auf Twitter und Instagram, abonniert mich hier, um nichts mehr zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Auf jeden Fall hoffe ich, ich darf euch bald wieder begrüßen, hier bei Hero Discussion.